Am Montagvormittag wurde das Siegerprojekt für die Esslink-Haltestelle beim Schloss Mirabell in der Stadt Salzburg von Bürgermeister Harald Bräuner und Verkehrslandesrat Stefan Schnöll präsentiert. Dieses Design wird jedenfalls wegweisend sein für die weitere Streckenführung, auch für die weiteren Haltestellen. Wir haben da, glaube ich, einen sehr gelungenen Entwurf jetzt gesehen, der, ja, ich sage einmal, Nachhaltigkeit, Funktionalität in Einklang bringt. Es ist ein sehr überschaubarer Eingriff in die Natur und in die Umwelt. Insofern bin ich ganz glücklich darüber. Darüber hinaus ist es ein Salzburger Architekturbüro. Im Untergrund wird es aufgrund dieser Tageslichtführung, glauben wir, eine sehr freundliche und interessante Atmosphäre geben. Es ist optisch sehr gut erkennbar und soll sich eben von den anderen Bushaltestellen abheben, damit die Fahrgäste genau wissen, wenn sie von der Ferne hin sind, das ist jetzt die Esslink-Haltestelle. So gesehen, tolles Projekt. Was sehr überzeugend war, und deswegen gab es auch diese einstimmige Jurybewertung dann am Ende, war auf der einen Seite die Einfachheit und die Klarheit der ganzen Verkehrsführungen. Zusätzlich noch, und das war das Sahnehäubchen dann oben drauf, dass wirklich das natürliche Tageslicht in eine relativ großzügige Umgebung trotz der relativ beengten Platzverhältnisse eben transportiert. Und das war einfach überzeugend.